für Malen einfach. Habe ich auch 7 Jahre nicht mehr gemacht. Und habe mich jetzt erstmal um meine 3 Jungs gekümmert. Und eigentlich bin ich gerade so ein bisschen auf der Suche. Den Kurs habe ich gemacht, einfach für die Inspiration und um was Neues zu sehen. Und was ich mitgenommen habe jetzt auf den Tagen war Vertrauen ins eigene Gefühl wieder zu bekommen. Und das ist ganz wunderbar. Und das fühlt sich gut an. Also, ich bin Angela, ich bin Glaubensportlehrerin und mein Job ist, Leute zu motivieren, zu lesen zu können. Und das mache ich sehr gerne. Ja, für mich ist in meinem zweiten Lebensheft öffnet sich momentan mehr Türen. Das ist eine von diesen Türen. Und ich finde das schön, dass ich auf diese Entdeckungsreise hier bin und lerne, mich neu zu entdecken und ja, um mich in mir zu vertrauen. Vor allem Sachen, bei denen man ein bisschen schüchtern ist und denkt, oh, nee, wer weiß. Aber hier ist die Möglichkeit, in einem geschützten Raum mit netten Menschen ja, die Möglichkeit auszuprobieren, Fehler zu machen und liebevoll zu lernen. Und ja, einfach neue Sachen entdecken. Das ist wie ein Kinderspiel, in dem wir fallen und wieder aufstehen und so weiter. Und wir können lachen und ja, Fehler machen, das ist so schön. Das finde ich ganz toll. Dankeschön. Ich komme aus Birna, das liegt doch weiter östlich und südlich von Dresden, aber nicht allzu weit. Ich bin 64 Jahre, damit weiß man auch, dass ich nicht nur Lebensjahre in der Nähe habe, auch Berufsjahre. Ich habe Maschinenbauingenieur studiert, habe auch 15 Jahre in diesem Beruf gearbeitet bei Zeiss. Dann kam die Wende und dann habe ich noch 15 Jahre auf der Straße zugebracht. Nicht mit der roten Tasche, sondern als Außendienstmitarbeiter und noch Holz verkauft. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, so geht das nicht, Mädchen. Aber das wollte ich auch noch nicht wahrhaben, bis es ganz schlimm wurde. Dann war ich berufsunfähig und furchtbar, traurig und unglücklich. Denn ich habe meinen Beruf geliebt, war auch erfolgreich, gut Geld verdient. Und dann ging gar nichts mehr, war berufsunfähig. Und dann habe ich mir gesagt, so, das wird einen Grund haben. Und heute bedanke ich mich jeden Tag früh für meinen Körper, dass er mir das gesagt hat, denn ich habe eine neue Chance bekommen. Und instinktiv habe ich nicht angefangen, an meinem Körper, der nicht mehr mit mir wollte, rumzudoktoren körperlich, sondern als erstes, was ich gemacht habe, habe ich ein Seminar besucht über Meridian-Energietherapie. Dort auch einen Abschluss gemacht. Also schon immer den energetischen Weg gesucht. Dazu gehört ein Heilström, da all diese Dinge. Und irgendwie in diesem ganzen Prozess, der nun schon 9 Jahre geht, ist mir innerweis immer wieder vom Weg gekommen. Irgendwie das Buch, Hausapotheke. Dann wollte ich auch mal ein Wahlkreis kennenlernen, das ist mir nicht gelungen. Und dann habe ich gedacht, und jetzt kommt das wieder, also musst du das tun. Und ich habe es nicht gesucht, es hat mich wieder mal gefunden, denn ich hatte gemeint, mit meinen Kultur komplett zu sein. Kann, denn sonst bin ich Oma. Ne? Und ja, alle freuen sich darüber, aber ich möchte auch gerne was dazulernen. Und als ich jetzt zu dem Seminar gefahren bin, habe ich mich abgemeldet, per Computer bei vielen Leuten, so weiß ich drauf geschrieben, ich bin nicht zu erreichen bin beim Seminar. Da kam ich einige Antworten zurück. In dem Alter geht man nicht zum Seminar. das ist schwer. Ist halt so. Aber daraus mache ich mir jetzt nichts. Ich freue mich mit euch und ich fühle mich gar nicht so. Und ich danke allen, die mir geholfen haben auf diesem Weg. Mit jedem Einzelnen habe ich sehr gerne gearbeitet. Dankeschön. Ich bin Alexander und bin noch am Anfang meiner Berufslaufbahn. Ich bin Arzt in Weiterbildung, momentan in einer
Praxis, eine Hausarztpraxis in einer großen und habe schon im Studium begonnen, mich so für Naturheilverfahren zu interessieren, sodass ich jetzt TCM schon vieles gemacht habe, Neuraltherapie, manuelle Therapie, Applied Kinesiology, Taping und das aber meine Suche immer noch nach mehr war. Da muss noch mehr sein, mein Horizont muss erweitert werden, ansonsten bleibt da irgendwo stecken und ich komme irgendwo an meine Grenzen, das will ich eben nicht. Und so bin ich jetzt beworben, war super froh, dass ich angenommen wurde. Und jetzt wird erstmal im Basiskurs, trotzdem ich eigentlich schon dachte, dass ich ziemlich offen bin, mein Weltbild doch nochmal etwas gefällt. Nicht, dass ich der Heiler bin, sondern dass es heilt, ist eine große Umstellung. Das bringt mir aber auch auf einmal viel mehr, weil dadurch kommt so ein bisschen der Druck aus einem weg, du musst jetzt was machen, sondern es passiert. Und dadurch lerne ich jetzt zu fühlen, dass ich habe probiert zu pendeln, vergebens. Hat nicht geklappt, weil ich es wollte. Und jetzt auf einmal spüre ich die Sachen im Körper und kann mir Sachen rausnehmen, die mir angucken, bewegen, ohne irgendeine Hilfsmittel zu haben. Das ist also wirklich faszinierend und deswegen bin ich auch super noch gespannt, was in den nächsten 5 Tagen kommen wird.